Hier auf einen Auftritt des allseits beliebten Thun. Thun, bitteschön. Guten Abend, kleines Vorwort. Vor 3 Jahren war ich das erste Mal auf meinem ersten Poetry Slam als Gast. Dadurch wurde ich zu einer Art Poetry Slam Fanboy. Und irgendwann ging das ziemlich ins Geld, ziemlich viele Poetry Slams zu besuchen. Und darum habe ich irgendwann angefangen, für freien Eintritt zu slammen. Was zwar heute Abend total für den Arsch ist, aber egal. So wurde ich eben Thun des Wahnsinns, fetter Sohn. Und ich möchte euch warnen, denn ein normaler Poetry Slam Text ist eine einmalige, nicht nachzuahmende Sache. Meine Poetry Slam Texte sind irgendwie nachgemacht. Und besonders heute, weil mein Text heißt Textnachricht an Marvin Zukut. Held gesucht. Und ich bin jetzt auch gar nicht aufgeregt. Viele denken, das Böse, es sei nur erfunden, dass Bösewichte, Unholde und Schurken sind alle nur erfunden. Aber hört nun, was ich euch sagen will. Es könnte euer Leben retten, eventuell. Aus allen 4 Himmelsrichtungen der Welt kamen sie, um nachzudenken und sich zu beraten. Denn sie brauchten eine neue Strategie. Von nah und fern, von hier und dort, kamen sie alle an einen Ort. Malt nun mit eurer Fantasie dies Bild, wie die Anführer des Bösen saßen bei McDonald's. Und es stand nur ein Punkt auf der Tagesordnung. Wie schaffen wir es bloß in eine feste Beziehung? Wir wollten einfach auf der Sonnenseite des Lebens stehen und donnerstags abends mit einer schönen Frau auf den Poetry Slam gehen. Doch die Frauen, mit denen sie meistens ausgingen, meinten immer, wir sollten sich schämen, andere quälen, andere unterdrücken und kleinen Babys den Schnuller wegnehmen. Indes die Helden des Guten gingen aus mit den Prinzessinnen, den Models und den Playboy-Hasen. Von denen musste nie einer seine Partnerin aufblasen. Nur eins wollten sie nie dafür tun. Wir werden dafür auf keinen Fall anständig. Darum dachten sie nach und überlegten, bis einem kam die Idee, wir machen uns einfach selbstständig. Im Grunde kann man sagen, sie gründeten AGs, KGs, OHGs und GmbHs. Aus dem Wunsch heraus zu öffnen mehrere BHs. Scar aus König der Löwen, er tötete ja damals Mufasa. Was, wir wollen jetzt sagen, nicht gerade nett war. Heutzutage bringt er immer noch seine Artgenossen um. Er trägt ihnen mit Genuss die Gurgel rum. Denn ihr Fell ist für ihn nur Arbeitsmaterial. Aus denen er fertigt Mützen und Mäntel, ist doch klar. Die Brüder Dawkins aus Lucky Luke. Die 4 waren zwar nie besonders klug, darum wundert es mich sehr. Die 4 gründeten ein Kartell. Und nun gehören Joe, William, Jack und Arrowell die Tankstellen Aral, Esso, Jet und Jill. Und ihr kennt ja hier die Einzelheiten. Wucher auf Benzin und Kleinigkeiten. Wegen Karl Coyote macht der Roadrunner, der mit Miep Miep einen weiten Bogen um Deutschland aus Prinzip. Und wir sollten alle sein entsetzt, denn der ist eingestiegen ins Energiegeschäft. Verdammt nochmal, er ist doch explosiver als Feuerwerk. Und nun betreibt er ein Atomkraftwerk. Team Rocket. Ja, auch ich war geschockt. Fuck, die machten Pferdefleisch in Tack. Nur bei einem kann ich sein Verhalten nicht verstehen. Das muss ich euch eingestehen. Er war es gewohnt, andere zu quälen und zu missbrauchen. Sauron, der Herr von Mordor. Der wurde katholischer Pfarrer und betreute seinen Knabenchor. Nun kommen wir zu einem richtigen Spießgesellen, denn er lässt kleine Kinder nicht gern spielen. Das Rumpelstilzchen, wie es singt.
Heute brau ich, morgen back ich, übermorgen kack ich. Und als er losspringt, um zu tanzen um sein Feuer, trällert er: Die Kleidung, die ich herstelle, die ist nicht teuer. Wie gut, dass niemand weiß, dass ich jetzt C&A, H&M und Kick heiß. Wie gut, dass niemand klar ist, alles hat einen Preis. Findet ihr nicht auch, dass die Kindheit der Jugend in der dritten Welt zu wertvoll ist, um zu sparen etwas Geld? Jo. Gargamel, der muss nicht lachen, der macht Sachen. Ich frage mich sowieso, warum hat den noch keiner erkannt als Finanzminister von Griechenland? Und was ich jetzt sage, ist richtig fies. Griechenland ist ein Eimer, ist wie ein Eimer mit einem Loch. Der bleibt nicht voll, egal wie viel Wasser man reingießt. Ja, Marvin, es ist so. Wir leben in einer Zeit, die hält nicht immer Gutes für uns bereit, in der Ungeheuer töten und Jungfrauen retten wirklich nur Taten sind als Geschichten. Aber was wir alle wissen müssten ist, um unsere Welt zu schützen, sollten wir alle zu Helden werden, um das Böse auszumerzen. Vielen Dank.